Seid ihr dann weg vom Fenster? Nee. So, jetzt tun sie mir erstmal nichts. Und jetzt sind sie da. Aber wo kamen die auf einmal her? Frage ich mich. Die waren ja vorher nicht da. Hm. Bisschen merkwürdig ist das Ganze schon. Aber gut. Muss mich ja jetzt nicht so weiter... Ach Quark, den wollte ich machen. Ich wollte den etwas verwirren. So. Aber doof ist das schon, dass die hier nur so alleine rumrennen. Ach, es gibt ein paar... Es gibt welche, die sind friedliebend. Und dann gibt es welche, die angreifen. Okay, gut zu wissen. Die, die angreifen, sind ein bisschen stärker. Also, da, was heißt stärker? Die haben ein paar mehr KP, würde ich jetzt so sagen. Aber die gibt es ja hier nicht so direkt, KP. Kraftpunkte. Die gab es wie letztens, wie bei dem Spiel Pen and Paper, was ich vorgestellt hatte. Ah, hier sind dann wieder welche, die mir etwas anhaben wollen. Hier haben wir gleich mal ein paar mehr. Das ist auch wieder schön, sag ich mal, dass ich hier ein paar mehr habe, die ich dann pullen kann. Aber ich sag mal so, leicht sind die dann auch nicht unbedingt zu erledigen, würde ich mal meinen. Und weiß dann, was ich mich erinnern kann. Dass ich ja, ich weiß, ist ein bisschen doof, dass ich das hier alles so mit der Hand mache, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich gesagt hatte, ich will ja auch mal wieder die... Ich möchte im Prinzip gerne auch mal wieder die... Dass ich hier im Prinzip auch die Dinger mit benutze. Wie heißen sie denn? Oha, aber die nehme ich ganz schön in den Mangel, dass ich hier im Prinzip die Maccabis Marionette, dass ich die Buffs auch mal wieder mit benutze. So, uch, den wollte ich jetzt gar nicht öffnen. Aber mich freut, dass ich die Erfahrungsschokolade bekommen habe. Da gibt es ja auch noch mal ein paar Erfahrungspunkte. Super, schön, auf jeden Fall pulle ich jetzt mal noch die paar, die hier sind. Mal sehen, wie viele lassen sich hier pullen. So. Also bis jetzt, ich meine, mir wurde ja gesagt, dass es ziemlich schwer hier ist. Und ich meine, okay, es dauert lange, bis ich die hier im Prinzip leer habe. Also bis ich die auch besiegt habe, das ist jetzt nicht so schnell abgegessen. Ach, hier sind wieder die schönen Marionetten. Also Maccabis Marionette. Die sind ja doch nicht so einfach. Vor allem, weil die mich eben auch stunnen. Aber wir können ja auch stunnen. Aber ich... bin eben mit dem Stunnen auch nicht so schnell, wie die das sind. Aber jetzt habe ich sie alle abgeräumt. Ja, das ist doch auch schön.
Und ein bisschen Money bekomme ich auch noch. Sehr gut. Wie sieht denn hier überhaupt die Map aus? Um das mal bloß so mal ein bisschen anzuschauen. Auf jeden Fall, hier bin ich jetzt durch. Und jetzt kommen die da. Hier war. Ja, gut, ihr holt mich immer vom meinem Gefährt runter. Na los, komm doch mal ein bisschen her. Eisblutspeer. Aber der will anscheinend nicht herkommen, der eine. Warum kommst du nicht her? Das finde ich überhaupt nicht gut. Und was ist jetzt gerade Phase? Warum kann ich hier durch einen Gegner blockiert? Okay. Also anscheinend ist es doch gar nicht so einfach, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ja, ich bin auch, wie lange noch? Blockade. So, ich meine, der eine wird mich garantiert auch noch hier weiter blockieren. Ja. Genau. Oh, Mann, das kann ja jetzt heiter werden. Oh. Das finde ich ja super, sowas. So, jetzt werden hier. So, jetzt werden wir den am besten mal. Mist, der hat mich auch vorgestanden. Verdammte Kacke. Aber ich renne mal zu ihm. Nein! Mist, warum ist er immer schneller als ich? Ah, das ist eben auch das Problem bei PvP-Kämpfen. Die sind immer schneller als ich. Toll, super, wieder gestunt. Ah. Los, komm. Der muss doch gleich im Eimer sein. So, jetzt erstmal. Gleich hab ich ihn. Gleich. Ah, jetzt hab ich ihn. Und gibt er wenigstens Erfahrungspunkte? 617 gibt er. Naja. Ist jetzt nicht gerade die Welt. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ach, nein. Eisblutspeer, ihr seid nicht schön. Ah, toll, die sind genauso lange gestunt. Ah, vor allem ist dann mich ja noch länger, als ich die dann stunnen kann. Das finde ich ja dann das Tolle daran. Beziehungsweise schon wieder die verdammte Kacke. Ah. Also das ist wirklich äußerst nervig, wenn ich das so sagen darf. Ach, und schon wieder gestunt. Los, 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 los. Ach, Mist, jetzt hat er mich gestunt, bevor ich es geschafft habe. Ach, Mann. So. Und jetzt muss ich nur noch. Alter, sind die. Also, die sind echt hart. Dann müsste ich mal wieder hier meine. Oh, haben wir hier wieder. So, den hier. Ach. Mann, toll, jetzt haben wir uns gleichzeitig gestunt. Super.
Ach, Mann. Ja. Ich krieg hier die Krise. Manu, vereinen die Worten überall auf mich. Ah, ey, das ist doch zum Heulen, ist das Ganze. Und schon wieder geschafft. Ja, sorry jetzt für das Geräusch, plus ich muss es schaffen, ihn zu. Ah, sehr gut. Jetzt wurde ich zwar gestunt, aber die Eisblutspeer sind wenigstens erledigt. Alter, also. Und ich sehe da vorne noch einen vor mir. Ja, das kann ja richtig heiter werden. Oh mein Gott, wie viele von denen wird es wohl geben? So. Immer den Eisfelsen Krebs, den brauche ich eigentlich nicht. Ich will auf den Eisblutspeer gehen, weil der ist der gefährliche. Na, die sind wirklich einfach. Die sind nicht, also die dauern halt nur lang, aber der Eisblutspeer, der ist richtig nervig. Oh, ich müsste ein bisschen besser mit meinem Mana haushalten. So. Hätten wir das hier auch erledigt. Will ich die hier noch machen? Nicht wirklich. Dann machen wir lieber hier die. Oh nee, der kommt mir hinterher. Ah. Sehr gut, kommt nicht mehr hinterher, zischt ab. Dieser dämlichen, die sind echt so hart, die sind echt so hart. Toll. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich hier, da die eingefroren habe? Erstmal gar nichts. Toll, sehr schön. Auf jeden Fall bis jetzt so die Schwierigkeit ist noch nicht so gekommen. Aber vielleicht kommt ja hier noch ein heftiger Boss. Also das ist durchaus möglich, dass der noch auf sich warten lässt. Und naja, wie gesagt, mir wurde schon gesagt, dass das hier, dass die Zeitreise richtig schwer wird. Da bin ich mal gespannt. Oh, mein Mana sieht mal wieder gerade. Ich habe gar nicht F2 gedrückt. Warum ist dann aber auf einmal die Mana-Anzeige so schwupps von hier? So ein bisschen merkwürdig finde ich das Ganze, aber gut. Halt, ich muss natürlich auch in die richtige Richtung. Was war das? Och nee, nicht schon wieder ein Stunner. Oh, Leute, also wenn das so. Bis jetzt haben die Zeitreise
Zeitreisen ja auch irgendwo die letzte, wo ich dann so teilweise richtig starke Schwierigkeiten hatte. Spaß gemacht, aber hier mit den ganzen Stunnern. Obwohl, naja, der geht auch noch. Ich meine, der macht ja nicht, der verlangsamt mich ja nur. Das ist ja nicht so, dass ich dann die Attacken nicht mehr nutzen kann. Das wäre so ein bisschen blöder gewesen, würde ich meinen. Aber ich muss mal meinen, so von... Oh, hier kommt wieder so ein Boss-Dingsi.